Hallo Leute, was geht? Der Atze1005 hier mit Let's Play Crash Bandicoot 3. Wir sind im dritten Warp Room und wir nehmen uns den dritten Boss vor, Entropy. Er wird sterben. Hoffe ich zumindest. Oh. Ihr kleinen Zecken seid viel zu dumm, um zu verstehen, worauf ihr euch da einlasst. Diesmal habt ihr es geschafft. Hä? What? Ich weiß nur, dass du freckst, Troppy, ganz einfach. Das ist im Übrigen ein schöner Kampf, also finde ich. Jetzt bist du dran, du kleines Stinktier. Genau. Gib mir die Kristalle. Ja, wir müssen zu ihm rüberkommen. Da weicht man am besten so aus. Es geht auch mit Doppelsprung. Ich mache es halt immer gerne so. Dann weicht man hier aus, dann weicht man hier aus. Hier, das wird schon noch schwieriger, aber so, jetzt gestaltet er einen kleinen Weg für uns. Wir gehen hin und machen Kabum. Oh, what? Ich habe mich gedreht. Du spinnst mit Trubby, du hast ja an. Hüpf, hüpf. Also, Trubby, Mann. Ich habe dich doch gedreht. Auch schöne Entwicklung mit so viel Regelungen und so. So wollte ich das. Genau. Jetzt dreht sich der ganze Käse. Die Umgebung verändert sich. Die Plattformen werden weniger. Es kommen zwei Augen. Oder zwei Kugeln, wie auch immer. Und ja, es verändert sich das ein bisschen. Das ein bisschen. Dann so. Dann noch eins. Und dann macht er das wieder. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. So, mal noch. Es verändert sich wieder ein bisschen. Die Plattform hat noch weniger. Eins, zwei und drei. Da kann man sich, glaube ich, auch dumm machen. Eins, so, 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 so. Das war's. Ja. Stirb, Trubby, stirb. Haha. Hast du was zu sagen? Ich schnapp mir die Fähigkeit. Tödliche Tornado-Drehung. Um sich länger und schneller drehen oder um in der Luft zu gleiten, drücke wiederholt die Viereck-Taste weiter mit Dreieck. Wir gehen weiter. Ja, jetzt haben wir so gut. Ja, ich sag mir. Ja, ich sag nix. Ihr unverschämten Trottel! Durch euren Sieg über Entropy habt ihr uns alle in Gefahr gebracht. Ja, Crash, Coco, ihr müsst verstehen, dass diese Zeitmaschine sehr empfindlich ist. Wer weiß, was ohne Dr. Entropys Wartung und Kontrolle passieren wird. Das ist mir sowas von wurscht, wenn ihr es mal genau wissen wollt, der Kerl ist hinüber. Und das war's. Wir haben, sagen wir mal, die drei Hauptfähigkeiten. Doppelte Bauchlandung, also Drehbauchlandung, Doppelsprung und die, wir können uns jetzt lange drehen, ich demonstriere, hopf hopf, für Doppelsprung und man sieht schon, er kann sich wie verrückt drehen, Crash, und dadurch kann man natürlich auch schwimmen in der Luft, zack, zack, das ist schon mal nicht schlecht. Wir gehen in den vierten Warp Room, da wartet Engine auf uns. Swing Senator, na dann, 16. Level, wir schauen mal rein. Schön. Zwei Wege. Sowas liebe ich natürlich schon wieder, ja. Da habe ich mich dran erinnert, da konnte man zurück und Kistchen holen. Nicht, dass man sich dann wundert, wo sind die Kistchen, ja. Oh, was tue ich nur hier? Genau dafür brauchen wir unsere Fähigkeiten. Hüpf, hüpf und zack. Wie ich gesagt habe. Die drei Hauptfähigkeiten, da ist eine Mumie drin. Stirb. Aha. So. Was gibt's hier? Ich kann mich nicht dran erinnern. Was ist das bitte? Eine Eisen-Checkpoint-Kiste. What the hell? Und wir leben. Na dann. Der Weg war doch eigentlich für den Arsch. Oder auch nicht. Sperre. Doch, der Weg war für den Arsch. Denn da geht's jetzt auch wieder zurück. Toll. Eine richtige Checkpoint-Kiste.
What? Wieso leckt das gerade so? Sterb, Flammenwerfer. Jetzt darf ich da wieder zurückgehen. 105 Kisten. Blau. Oh, Donner wieder. Speere. Swingsinator. Oh, Akku. Seit langem mal wieder mein Akku-Freund. Stirb. Irgendwas kommt da schon noch, was mir nicht gefällt. Zum Beispiel sowas. Oh, doch nicht. Wir sind wieder vorne, würde ich sagen. Okay, wir gehen zurück. Also der linke Weg, der war wirklich für den Arsch. Theoretisch war der für den Arsch. Ich weiß nicht, ob diese Eisen-Checkpoint-Kiste irgendwas bringt, aber ich glaube es fast nicht. Also, naja. Gut. Jeden, wie es gefällt. Ne? Oder weil es wurscht ist. So. So, kann man sich hier hinstellen, passiert nichts. Eine Mumie. Ach, leck. Für was hat man Akku? Wir krabbeln schön an der Nitro-Kiste vorbei, weil ich's kann. Hey. Reingerutscht. So, Alter, da. 105 Kisten, naja. Gibt's bestimmt noch einen irgendeinen geheimen Pfad. Oder das Level ist ziemlich lang. Ich hasse es jetzt schon. Oder ist das hier mit einem blauen? Da gibt es doch irgendwie mit der blauen Plattform. Ich erinnere mich irgendwie, Moment mal. Da war mal irgendwas. Deswegen geht es hier auch nach oben, genau. Da braucht man erst den blauen, um da was zu machen zu können. Okay. Würde ich sagen, lohnt sich das Kistenholen weiter eh nicht. Weil die restlichen da oben sind. Ja, diese längere Drehung, die ist wirklich brauchbar. Also da muss man sagen, schön. Ah. So, was macht das Ding? Das fährt mit mir entlang, oder wie? Oder was? Jo. Mhm. Ach ja, das ist dieser Part vom Level, genau. Oh, Flammenwerfer geht. Kristall, Bonus. Auch wenn das wahrscheinlich nichts bringt, wir gehen einfach mal ins Bonus. Wurscht. Wir haben Zeit. Oh, da oben ist eine Kiste, okay. Knapp. Oh, da wäre schon wieder was nicht zur Zerstörung gekommen. Ach. Klar, wieder das Leben. Toll, naja. Wurschtig, wurschtig. Ja, das muss sollte man auch so machen und nicht einen Bauchplatscher machen. Gleich von Anfang an, das ist nicht gut. So, zurück im Hauptlevel. Hier wieder raus, toll. Na dann. Om nom nom. Wumpa, wumpa, wumpa. Flammenwerfer. Oh, what? Dim, 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 dim. Oh, ich hasse Flammenwerfer. Geh weg. Das haben wir jetzt aber, oder? Jupp. Stirb. Na, obwohl 105 Kisten könnte vielleicht... Ja, das mit den 105 Kisten könnte vielleicht sogar hinhauen. Mit ein paar Nitros und bla bla blubi.
Ich würde sagen, das mit den Nitro-Kisten haut hin. Wenn man dann noch die Nitro-Kisten zusetzt, haut das wahrscheinlich mit die 105 hin. Ja. Okay. Ich würde sagen, dann ist da oben wohl nur noch der zweite Edelstein, den man hier holen kann. Oder irgendein geheimer Pfad. Es ist der zweite. Und da ist Engine. Ich hasse die Frau. Ja, jetzt ist die Frage, schafft man noch ein Level? Ich weiß es nicht genau. 17 war irgendein... Ja, 17 ist so mit so Fliege. Wir machen es einfach mal. Die Coco macht's. Bye, bye, Blimps. Man muss mit einem Flugzeug Heißluftballon abknallen. 7 Stück. Heißluftschiffe und darf sich nicht treffen lassen bzw. nicht zu Eigenschaden nehmen, so dass man abstürzt. Ja, schön oder nicht. Es geht, es gibt so Mini-Pack-Kisten. Man muss die Gegner halt hier dann abschießen. Auch schön gemacht eigentlich. Und versuchen, dass die uns nicht treffen. Dass wir möglichst wenig Schaden halt nehmen oder so. Man kann das Ding ein bisschen schicken, indem man ein bisschen zurückdreht. Ausweicht und so. So, wo machen wir jetzt als nächstes? Ich würde sagen, wir fahren hier dahinter. Stirn. Kante drehen. Auf Viereck. Schön. So, dafür gibt es dann den Kristall und dann können wir noch die Kiste holen. Schwierigkeit nur hier. Man kann nicht nur allein den Edelstein holen, was ganz einfach ist. Und wie soll man dann zurückkommen? Das Level schließt nur ab, wenn man komplett alles mitnimmt, komplett die Dinger zerstört. Das heißt, man kann nicht alle Kisten holen und das war's dann. Man muss auch die Dinger. Vielleicht schaffe ich es mit den Kisten gleich noch. Das wäre optimal. Also, das fällt uns nur eins zu nehmen. Vielleicht nur das fällt dann noch. Nein, das habe ich wieder intelligent gemacht. Könnte man vielleicht schaffen. So ein Level gibt es dann im 5. Warp-Room auch nochmal. Crash allerdings. Und da muss man dann Flieger abschießen, keine Heißluftballon mehr. Und die Flieger sind zweimotorig, also ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller. Da muss man jeden Motor einzeln zerstören. Aber das kriegen wir. So. Cheaten. Nein! Stirb! Habe ich jetzt... Alter! What the hell? So, da hinten war noch eine Medipack-Kiste. Die füllt uns wieder ein bisschen auf. Zum Hobby-Kiste. Ich muss mal kurz abdrehen. Ich ja alle gerade fertig machen. Na komm, Medipack. 97, genau. So, und jetzt Rinder. Hopp, 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 hopp. Ach, sind die nervig. Sind die nervig. Stirb. So, zum Schluss dann noch mal eine Medipack-Kiste. Den haben wir auf jeden Fall, den Edelstein. Und den Kristall haben wir auch. Und bye bye. Brauchen wir hier nur noch den Relikt. Finde ich auch schön gemacht. Wie gesagt, war das mal was Neues. Also die haben bei dem Spiel schon was gedacht, die Leute von Naughty Dog. Kann man so nicht sagen, dass da nur irgendwie Vorhandenes übernommen wurde, bla bla bla. Nur gut. Das nächste Mal dann Level 18, schon wieder mit Coco. Tell no tales. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte kommentieren, abonnieren, ihr wisst schon. Ich bin der AC1005, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denn und ciao, ciao.